Meine Soße ist Gift. Hat mit Essen wenig zu tun. Du musst jetzt durch. Ich selber bin mir gerade ein bisschen fertig. Ich muss gerade gedanklich das mal verarbeiten. Jetzt zapfen wir mal ein paar Bier. Mahlzeit. Mahlzeit. Muss man das hier zapfen? Ja, bitte schön. Ja, ich merke schon. Oh Gott, ey. Ja, kommt doch mal her. Kommt mal her, wir beißen nicht. Wenn mein Herz schlägt 1 zu 1000, ich sage, wer erwartet sowas? Kein Mensch erwartet sowas. Nicht weinen. Nein, nein, nein. Hallo. Martin, hallo. Grüß dich. Hallo. Überraschung? Ja, super, klasse. Sie ist schuld. Ich sehe es ja bei Ralf und Evi, ich glaube, die Überraschung ist mir echt gelungen. Also dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Ja. Unbeschreiblich, das kann man gar nicht beschreiben. Weiß ich nicht. Deswegen. So viele Niederschläge in letzter Zeit erlebe und jetzt ist endlich mal wieder was Positives. Ja, danke. Dankeschön. Dankeschön. Was ist denn so die Spezialität des Hauses? Was sehr oft gewählt wird, sind, ja, wir haben ja halt viel Schnitzelgerichte. Hier, Jägerschnitzel, Champignonschnitzel. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Schnitzel. Mit Schnitzel habt ihr? Ja, schon, weil wir haben ja nicht anderes. Wir hätten gerne als erstes einmal die Zwiebelsuppe. Ich nehme Salsa Spezial Schnitzel. Also ich bin ziemlich nervös, weil hohe Gäste im Haus sind. Aber das hat man ja nicht jeden Tag. Ja. Spezialsoße Pasta aus. Schnitzeldurm. Die Zwiebelsuppe? Ja. Einfach in die Mitte stellen, wir nehmen den zusammen. Danke. 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 Ich zuerst, oder was? Bitte. Ich. Boah. Mist. Original. Kriegst du gleich ein Herzkasperl. Fies, ja. Fies, erster Level fies. Ganz fies, ja. Fies. Man weiß ja, wenn man wenigstens mal Kotons machen würde, die anrüsten, würde die draufschmeißen und dann nochmal kurz gratinieren. Dann schalten Käse drüber. Aber der ist ja nicht mal getoastet worden vorher. Das ist dieser fiese Hassgeschmack. Das ist der Hassgeschmack schlechthin, ja. Den langsam vorhanden, du bist gerne in Stress, ja. Aber ist zu bewältigen, das geht noch. So. Die Schlemmersoße, die besteht aus, ach Gott, darf ich das so erzählen? Das ist ja unser Geheimrezept. Die Soße. Kroketten, ich weiß, das ist deine Lieblingssättigungsbeilage. Das ist halt ein Potpourri der industriell gefertigten Soßen, was wir hier haben. Ne? Wahnsinn. Also ich kann die Soße nicht essen. So fies. Wie man die so fies. Chemiebaukasten am Tisch. Hallo, ich bin der René. Grüß dich. Ich bin der Martin, servus. Grüß dich. Wir haben es gerade gegessen, da gab es ein paar Sachen, die waren gut, ein paar Sachen waren weniger gut. Oder? Geben wir mal Gas zusammen. Ja, ja. Und mehr sagt man heute auch gar nicht dazu, oder? Habt keine Angst, wir kommen in Frieden, ja? Wir machen. So wie mir rüberkommt, glaube ich, ist da viel Liebe im Spiel. Nur ich glaube, hier gibt es niemanden, der dem René mal gezeigt hat, wie es geht. Ja? Die haben nur gezeigt, hier ist einmal A, einmal B. Hier ist das und das, mach das, hau das irgendwie zusammen, hau das raus. Niemand hat mir René gezeigt, was Kochen wirklich heißt. Morgen, Jan. Morgen! Hallo! Morgen. Wie geht's euch? Morgen. Gut. Machst du hier? Morgen. Ja. Morgen. Ja. Bist du in der Küche manchmal? Ich bin ja meistens mit in der Küche, wenn es richtig stressig wird. Und René ist sonst alleine hier, wenn ich keine Zeit habe. Also. Wird's stressig, wenn er in der Küche ist oder? Unter anderem auch. Ja. Ja, ich habe was ganz anderes gehört. Ich habe gehört, du rastest hier sogar manchmal richtig aus. Ja, wir kriegen uns schon richtig ab und zu eine Koppe. Also, mein René schläft ab und zu während der Arbeit ein. Also ich werde ja langsamer. Dann werde ich das jetzt auch so in Angriff nehmen. Dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen aktiver. Wir hatten ja gestern so eine wunderschöne Toastbrot-Affäre. Also A, das Toastbrot auf der Zwiebelsuppe, was total langweilig war. Es gibt ja bestimmt einen Bäcker hier im Dorf, oder? Ja. Ich fahre da einfach mal hin, spreche mal mit ihm, ob er nicht irgendwie Lust hat, für uns ein richtig lecker, tolles Brot exklusiv nur für uns hier zu machen.
A, habt ihr dann einfach so ein Ding, wo man sagt, das gibt's nur bei uns, ihr hebt euch ab von den anderen Gastronomen und vielleicht macht er das. Ja, da drauf. Aber die ist aus dem Pulver. Die mache ich mit Tüte, also so ein Drei-Teller-Menü, also ein Champignons-Tüten. Kann ich hier gerade zeigen. Zeig mal her. Habe ich hier so Pulver, nehme ich dann 2-3 davon, rühre die mit Wasser auf, also jetzt nicht nach dem Rezept, ich mache den Pott dreiviertel voll, schmeiß das da mit rein. Ja. Und dann kommt da Bratensauce mit drauf. Und dann noch ein bisschen Steinpilzpulver. Das habe ich hier stehen. Passen eigentlich gar nicht zusammen, weil Steinpilzpulver ist ja eigentlich ein sündteures Produkt. Eigentlich ein schönes Produkt. Ja. Und das hier ist totaler Schrott. Ja, gut, ja. Aber um ein bisschen Geschmack an die Sache zu kriegen. Ein bisschen Geschmack bringst du an die Sache, indem du einfach richtige Champignons nimmst. Ja. Also Champignons lange, lange anschwitzen. Zeigen wir dir. Ja. Champignons vierteln, anschwitzen, würzen gleich, ein bisschen Knoblauch dazu. Dann das Pulver drauf. Ja. Und dann kannst du ein bisschen Brühe drauf tun, Hühnerbrühe, die besorgen wir dir, ohne Glutamat. Bisschen Sahne drauf, fertig ist die Soße, da brauchst du das nicht mehr. Da fehlt ja alles, ja. Tu da mal noch ein bisschen Salz rein, ein bisschen Chili, kleinen Spritzer Zitronensaft. Man darf der Industrie nicht immer blind vertrauen, gell? Ja, Salz stelle ich hier schon mal. Das macht aber jetzt du. Das ist deine Soße, jetzt schmeck dich da mal ran. Probierst du deine Soßen, die du verkaufst? Probierst du das Zeug? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, also machen wir ohne eigentlich. Salz rein, ein bisschen Chili. Mach die mal lecker so, dass er dir schmeckt. Dann kannst du ich weiß nicht, wie es schmecken soll. Wie du das jetzt meinst mit dem neuen, mit dem Wein da drin. Da ändert sich ja nichts. Hast du schon mal eine Hollandaise gegessen zur Spargelzeit? Irgendwo im Restaurant? Nee. Noch nie? Nein. Ja. Okay. Ich kenne nur diese. Ja? Okay, noch ja, gut, andere. Dann tu mal noch eine Runde Salz rein, bitte. Ich habe noch keine reingetan. Okay, dann tu jetzt eine rein. Ich mache jetzt so eine Brise, was ich zwischen den Fingern kriege, ne? Also hör mal auf, du musst doch so viel Selbstvertrauen haben, du wirst doch wohl eine Soße abschmecken können. Also ich bin jetzt am Rücken, bin ich bitchenass. Also so, ne, fühl mich schon. Ja. Den René kann ich echt, glaube auch richtig gut leiden. Ja. Aber man, der merkst ja, der braucht ja immer mal ein bisschen. Das geht mir dann auch schon ein bisschen nah, wenn das so nicht läuft. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich da so wirken kann, dann werde ich das jetzt auch so in Angriff nehmen. Dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen aktiver. Ja? Gut, dann werde ich jetzt die Soßen umtopfen. Werde ich kochen. Hm? Dem muss man immer 2-3 Mal was sagen, und damit das kapiert. Und ich hoffe, dass die anderen das heute auch hinkriegen. Schauen wir mal. Kippen auf dem Boden ist auch nicht schön. Ja, nicht schön. Hier. Du hast es wahrscheinlich ewig nicht mehr angeguckt. Nein, habe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Das ist noch die Deko von Weihnachten, oder? Das ist noch die Deko von Weihnachten, ja. Also von der Herbstzeit, ein bisschen eher schon. Also, hast du die Schlüssel noch dafür, oder? Die Schlüssel haben wir dafür, ja. Jawohl, aufsperren. Alles raus. Flasche Glasreiniger richtig schön sauber machen. Ja. Ich würde es lieber erstmal leer machen. So. Jetzt an. Ivi, deine Weiblichkeit ist gefragt. Ich hab's mir fast gedacht. Also, im Saubermachen, das können auch wir Jungs machen, sag ich mal, aber ein bisschen weibliche Blüte hier, Frühling, das Ding ein bisschen ansprechender machen. Stopp. Wer hat denn dir gezeigt, wie man eine Zwiebel schneidet? Mein ehemaliger Koch. Der war gelernter Koch und hat dir so gezeigt, dass man Zwiebel schneidet. Richtig. Hä? Wir hacken die Zwiebel nicht, wir schneiden sie. Wenn wir sie hacken, was passiert? Die verliert zu viel Wasser. Mhm. Ja, da ist die Hälfte von dem Zwiebelsaft ist auf dem Brett. Ja. Wenn die Zwiebel zu viel Saft verloren hat, brennt sie dir sofort an. Also so rüber. Ja. Dann so rüber. Vielleicht zweimal. Und dann so. Ja. Wir sind hier so in Westfalen, also so Kohlgericht ist, glaube ich, ist hier ganz gut angesagt. Und gerade wenn du abends mal so richtig Kohldampf hast, ist der Schichtkohl perfekt. Und vor allen Dingen ist ein sehr günstiges Gericht. Oh. Dazu eine Schicht Kohl unten rein, Hackfleisch oben drauf, Kohl, Hackfleisch. Dann schicht man das schön ein, gießt es ganz leicht mit Wasser auf. Und dann wird es im Ofen einfach richtig schön geschmort. Und dann hoffen wir, dass man danach, also das vermischt sich alles so ein bisschen, aber das gibt dann so ein suppiges, hackfleischiges Kohlgemüse. Und dazu unser neues, selbstgebackenes Brot morgen. Ich hoffe, das wird ein Klopfer. Wir machen jetzt einfach halt die Jägersoße nach der alten Schule, indem wir die Pilze anschwitzen. Mit ein bisschen Weißwein haben wir es abgelöscht.
Pilze schön anbraten. Ich meine, wenn die Pilze richtig schön braun gebraten sind, dann hat die Soße auch schon von alleine schon ein richtig schönes Aroma. Aber warum schälst du die? Schälst du die immer wieder? Nein, ich schäle die eigentlich nicht. Warum schälst du sie dann? Weil sie mir gerade gesagt hatte, dass man die eigentlich schält. Kann man, oder Bürste, aber waschen, das ist das erste Mal, dass ich höre, dass wir Papillons waschen wollen. Logo, geht ja viel schneller, einfach mit Wasser. Wasser voll, Eimer Wasser, Champignons rein, ein bisschen Mehl dazu. Aha. Dann reibst du es und dann hat das Mehl so eine abreibende Kraft. Was hast denn du da? Pfefferkörner, schwarze in der Pfeffersoße. Fies. Machst du die mit grünem Pfeffer? Ich hab hier keinen. So. Aber kannst du keinen schwarzen reinschütten? Das geht ja nicht, wenn er da aufbeißt. Warum nicht? Ich wollte eine neue Variante. Neue Variante, jetzt nimm mal den Löffel im Mund. Beiß mal da drauf. Ich esse keinen Pfeffer. Ja, ich esse keinen Pfeffer. Das kannst du keinem zumuten hier. Du musst ja mal das probieren. Das ist schwarzer Pfeffer. Das ist ja, das sonst habe ich ja auch grün da und der isst mich auch. Aber nee, nichts da, neue Variante, das geht halt gar nicht. Dann muss es aus. Dann ist es aus. Der René wollte eine Pfeffersoße kochen, die ja normal hier mit eingelegten grünen Pfefferkörnern gekocht wird. Die sind jetzt aus gewesen und er hat schwarze ganze Pfefferkörner genommen. Und das kannst du halt überhaupt gar nicht bringen. Hey, konzentrier dich auf deinen Service. Du musst jetzt durch. Ich selber bin hier gerade ein bisschen fertig. Ich muss gerade gedanklich das mal verarbeiten, was ich da gerade gekriegt habe. Wir hatten jetzt gerade, also René war gerade so ein bisschen angezickt, glaube ich, in der Küche, weil das war aber von uns, glaube ich, auch nicht taktisch so gut, mitten im Service ihm da irgendwie noch Kehre zu machen. Aber da hat man halt wirklich so ein paar Sachen wieder gesehen, wo ich sage, Morgen Abend werden wir brutal in der Scheiße sein, wie es halt immer so ist. Hier in der Feldmarkstuben ist eine Sache da und die ist Wille. Schweiß, Blut und Tränen. Da sind du kannst da ja machen, schalten und walten, wie du willst. Denkt halt dran, es ist eure Visitenkarte, ne? Ist es wirklich, mal Spaß beiseite, das Ding ist eure Visitenkarte. Ja. Das ist wie deine Toiletten. Man sagt immer, wenn die Toiletten nicht sauber sind, geht auch keiner essen. Ja. Wenn der Schaukasten nichts kann oder blöd aussieht, dann kommt auch keiner rein. Also das Ding muss immer tipptopp sein. Ist die Fritte an, dass wir das nochmal frittieren können? Jawohl. Jawohl. So gefällst du mir. Ein bisschen auf Zack, ja? Also drei Stück sind noch okay für eine Portion, oder? Jetzt zum Salat. Das ist ja lang fast zu viel, da können wir zwei geben. Meinst du nur zwei? Wir haben 200 Stück gemacht, glaube ich. Was ist hier so gut? Unsere Wurst. Eure Wurst. Deine Wurst. Meine Wurst? Evis Superkracher. Wahnsinn, das riecht man bis vor den Gastraum. Ja gut, jetzt haben wir viel erzählt drüber. Jetzt müssen wir es mal probieren. Ich habe es ja mit Jürgen zusammen, wir haben sie auch rezeptiert. Das ist vor allen Dingen eine Wurst, wo du keinen Senf brauchst, weil die schmeckt. Okay. Nochmal. Das sind getrocknete Tomaten. Die Magen also haben sie nicht gegessen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass alle Leute sagen, die ist spitze. Ja, gib deinem Mann mal ein Bändchen. Wir fangen gleich an zu kontrollieren, ob alles sauber ist und ob man so Gäste reinlassen kann, ganz klar. Was ist noch wichtig, ganz wichtig? Der Gast sollte sofort angesprochen werden. Danke, super. Ja? Habt ihr auch schon gewählt? Erste Bestellung. Einmal Feldmark-Salat, also ich sage einfach jetzt Salat mit Würstchen den ganzen Abend. Einmal Salat mit Würstchen, einmal auf die Faust, einmal Stapelschnitzel und einmal PM. Pommes Mayo. Ja? Jetzt, wo die Kamera dabei ist, noch mit der Zange. Danke. Wir haben neu vier Personen direkt. Einmal Efis Teller, einmal Bernd Brot. Hallo. Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung, Folie drauf. Das ist hier garniert. Oh mein Gott. Entschuldigung, kommen wir bitte rein. Alle jetzt mal rein, bitte, weil so geht's nicht. Jetzt steht wieder Vitamin und Co. Was für ein Salat? Habe ich dir doch gerade draußen vorhin schon gesagt. Sagen zählt nicht. Achso. Schreiben, vergiss sagen. Top, zack. Nimm mal, tut mir leid. Dankeschön. Entschuldigung. Wie schmeckt dir das?
Kann ich Deutsch antworten? Bitte. Geil. So, schmeckt super, ey. Die Soßen dabei, das Brot hier getoastet oder was? Schmeckt hundertprozentig. Ich hab das Schnitzel ist sehr kross hier, ganz toll lecker, super gebraten, schön weich. Nicht schlecht. Und die Soßen sind irgendwie, weiß nicht, lecker. Ich traue es euch auch. Du hast mir heute gefallen. Jetzt im Service mal so hat es ein bisschen gezündet. Richtig. Ja. Das ist total klasse heute. Geil. Heute war geil. Und denkt dran, man kann sich auch schnell bewegen. Wenn er jetzt so weiterläuft wie bisher, dann kommen wir auch alleine klar. Weil die Tipps von den dreien waren sehr nützlich gewesen, die waren super, kann ich nicht anders sagen. Und wer was anderes sagt, der lügt. Wunderbar. Super. Am Schluss hat mich der René wirklich beeindruckt. Wenn es dann so mal so ein bisschen brennt, dann ist er wirklich angezündet. Auf einmal irgendwie bewegt er sich, auf einmal antwortet er, auf einmal ist er schnell. Der Ralf genauso. Also für einen Maurer, muss ich sagen, kocht er richtig gut. Die beiden bilden auch, glaube ich, ein ganz gutes Team. Your lucky day. Today's your lucky day.